So, da sind wir auch schon wieder. Und wir haben jetzt gesagt, wir fliegen einmal raus. Uff. Wir fliegen nach oben zur Station. Kann ich noch nicht? Kann ich noch nicht? Kann ich jetzt? Mal kurz so ein bisschen, um vom Planeten wegzukommen. Wo ist er denn? Da, das war unser Planet, wo wir waren. Den haben wir auch noch nicht entdeckt. Aber ich suche gerade eigentlich. Den hast du. Asche habe ich bereits erknackt. Hier, die Raumstation. Ich würde gern zur Raumstation. Und dann zu den anderen Planeten hier noch, was wir noch nicht haben. Zu den Monden. Hier haben wir noch einige Planeten und einige Monde. Ich glaube, über die Monde fliege ich nur mal kurz wenig drüber. Oder schauen wir mal ein paar Sachen an. Großartig. Lange werden wir uns da, glaube ich, nicht aufhalten. Die Monde, wir haben es ja gesehen, die waren nicht so schön. Die waren nicht so schön. Alter, ich will nicht dagegen fliegen. So, wir sind natürlich genau auf die falsche Seite gelandet. Was? Wo ist denn der Eingang? Wo ist der Eingang? Asche haben wir ja schon entdeckt. Da ist der Eingang. Da will ich rein. Stell mal gleich mal ein bisschen was her. Aber ich denke, ich werde noch nicht gleich sofort in die nächste Galaxie weiterreisen. Uns da mal noch ein bisschen umschauen. So, hey du. Ich brauche ein bisschen was. Ach, da war ja keiner. Nur du bist da. Zack. Aus deinem Inventar verkaufen. Gragra, Gold. Plutonium. Genau. Und jetzt. Doch, passt schon, aber aus dem Raumschiff-Inventar verkaufen. Emeril, Gold, Eisen, Titanium, Iridium. Und warte mal, was brauche ich jetzt zum Herstellen von dem Zeug? Plutonium? Ich hab Iridium verkauft, ich Vollidiot. Ich habe Iridium verkauft. Mann, bin ich blöd. Okay, wird es bestimmt wieder irgendwo geben. Ah, ich habe Iridium verkauft, ich Vollidiot. Aber wir kaufen mal Suspensionsflüssigkeiten. Ich weiß nicht, wie viel kaufen wir da mal? Eins, zwei, drei. Drei Stück? 40 Iridium Zink. Kaufen wir einfach mal das Zink und das Iridium, was er da hat, auch. Das ist nicht viel. 40 Iridium. So. Müssen natürlich unser Plutonium auch wieder verkaufen. Was? Ich kann sogar Antimaterie herstellen? Nein. IQ over 9000. Ja, ich habe nicht dran gedacht. Ich habe danach erst wieder geschaut. So, und zwar, warte mal, jetzt habe ich in meinem Exo-Anzug habe ich ein bisschen Iridium. Ein bisschen Zink. Jetzt würde ich sagen, ich tue wieder, ich mache das wie immer. Ich tue das Tamium raus und das Plutonium. So, mach das wie immer, mach das so.
und verkauf Plutonium und Plutonium aus dem verkaufen. Raumschiff-Inventar. Plutonium. Genau, verkauf das. Habe ich 2,7 Millionen. Richtig nice. Eigentlich. So. Und dann müssen wir jetzt halt wirklich mal drauf ausgehen, dass wir auf dem nächsten Planeten Iridium. Iridium und Zink herbekommen. Was eigentlich, glaube ich, nicht so tragisch ist. Wäre schon machbar. Jetzt haben wir noch 10 Iridium. Hahaha, danke für den Hinweis. Drück's mir nur noch rein, Spiel. So, und wir starten wieder durch. Und fliegen jetzt mal. Ich weiß nicht, das ist Aschen, den haben wir bereits erkannt. Hier war unentdeckt. Was? Unentdeckt. Dann gehen wir mal auf den hier. Auf den Planeten erstmal. Und die zwei Monde, die uns noch fehlen, machen wir dann. So, naja, 60 Sekunden, dann sind wir ja gleich dort. Die zwei Monde machen wir dann noch. Und dann haben wir das. Und dann schauen wir mal. Möchte ich drei, ich möchte auf jeden Fall drei solche Warpzellen herstellen. Dann hätten wir erstmal ein paar auf Vorrat, weil eine verbraucht sie immer. Denke ich zumindest. Doch, eine verbraucht sie immer. Also hat es bis jetzt immer verbraucht. Vielleicht werden wir sogar vielleicht ein bisschen Tamium da noch farmen müssen hier außen im Weltall später mal. Nicht, dass uns der Impulsantrieb irgendwann mal leer läuft. Weil der frisst schon ganz schön. Wo? Ich habe noch nie im Weltraum gegen ein Schiff gekämpft. Alter! Ich habe noch nie im Weltraum gekämpft. Das ist mein erster Weltraumkampf. Das war mein erster Weltraumkampf. Aber jetzt haben wir natürlich nichts mehr. Oxidelemente. Lemium. Schade. Jetzt haben wir natürlich kein Zink mehr. Musste ich schnell, weil unser Schild ziemlich unten war. 21 Sekunden. Das war mein Reisemeilenstein erreicht. Neuling. Raumschiffe zerstört. Das war jetzt mein erstes Raumschiff, was ich zerstört hatte. Aber das Deflektorschild ist irgendwie für den Arsch gewesen. Es hat nicht lang gehalten. Ja, ich weiß, ich muss es mit Oxidelementen aufladen. Da schauen wir, da finden wir doch mal welche. Welche Oxidelemente? Gelbe Oxidelemente. Zählt auch Eisen oder bringt es nur Zink? So, zack. Offline. Wir gehen mal voll runter. Da, ich sehe schon hier Iridiumstein. Ich würde da direkt landen. Gut gekämpft. Keine Ahnung, es war jetzt mein erster Kampf. Ich habe den ein paar Mal verloren. Ich bin froh, dass ich die Wende-Ding eingebaut habe, dass ich mich besser wenden kann und landen nicht frei. Ich wollte jetzt aber da unten landen. Wächter aggressiv. Ach nein, nicht schon wieder. Feinde nähern sich.
Nicht schon wieder, Mann. Ja. Anstrengend. Was war das? Ach, Gravitoball. Wir haben unser Schiff natürlich perfekt gelandet. Hast mich knapp weggeklatscht? Warum knapp weggeklatscht? Silikat. Ah! Ist ja das, ich muss ja. Feinde nähern sich. Warnung. Wächterdrohne aktiviert. Ja, wo ist er denn? So. Das Iridium. Was? Und irgendein aggressives Viech. Auch tot. So. Oh Mann! Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich will doch hier nur ganz entspannt eurem Planeten ein bisschen. Iridium. Ein bisschen erkunden. Mehr will ich doch gar nicht. Mann! Haha, guck mal. Weil ich das war. Ach Quatsch, das war's doch nicht du. So, jetzt kann ich weiter abbauen. Hier, bitte. So einfach mal so ein Loch reinschießen. Ach komm. Scheiß dran. Wir haben Titan. Wir könnten das notfalls aufrüsten. Wieder hoch jagen. So, ab her mit dem Iridium. 10,2 Red. Ui. Da geht er auf jeden Fall schnell weg. Oh, ich sehe richtig, es geht richtig schnell weg. Storm. Du kannst Weltraumpiraten schicken. Echt? So. Jetzt mache ich mal einen Scan. Zink fehlt. Alter, ich bin gerade. Ist auch so ein aggressives Viech? Aasfresser. Hier ist wieder so ein Teil. Was peitscht?
Willst du eins auf der Fresse? Da, komm, tot. Na komm. Ich mich angegriffen, du kriegst auf die Fresse. Oh, Titan. Der Planet mag mich echt nicht. So, ich gehe wieder zum Schiff zurück. Ich gehe wieder zum Schiff zurück, der Planet mag mich nicht. Nee. Schnauze voll. Nee. Wetterupdate, Sturm löst sich auf, wird's jetzt ein bisschen... friedlicher. Schaut nicht so aus. So, zack. Ich gehe trotzdem zum Schiff. Ich könnte Warpzellen herstellen. Schon nice. Aber ich gehe jetzt erstmal in mein Schiff. Der Planet mag mich eindeutig nicht. Und jetzt starte ich durch, komm. Weg. Scheiße. Ich wollte gerade mal was ausprobieren. Geht nicht. Nein, geht leider nicht. Okay, wenn wir hier schon mal im rumfliegen, würde ich gerne mal Antimaterie kann ich einmal herstellen. Nur? Ah, Zink fehlt wieder. Okay. Deflektorschild kann ich. Deflektorschild ist hergestellt? Warpzellen. Das brauche ich hier. Antimaterie und Tamium. So, es fehlt eigentlich noch Zink. Das heißt, wir müssten eigentlich schon da bleiben. Aber ich möchte hier bitte raus. Der Planet ist mir... Das ist zu nervig mit den Augenbots, die ständig... Es geht einfach nicht, weil ich hier kämpfen muss oder so, sondern... Oh, ich bin voll nahe geflogen. Ich bin voll nahe geflogen. Das wollte ich aber nicht. So, wir müssen mal wieder ein bisschen Tamium sammeln. Hier. Du bist kein Tamium, das weiß ich schon. Müsste es Iridium sein. Oder? Du bist Kupfer. Okay, Kupfer will ich nicht. Kupfer will ich nicht. Oh, zack. Zack. Tamium will ich ein bisschen farmen. Könnte ich solche Schiffe auch angreifen? Okay, ich will es eigentlich gar nicht. So, wir müssen den Mond suchen. Ich hau da nochmal einen kurzen Impuls rein. Wo der Mond ist. Hier, den da. Den da will ich. Zack, zu dem Mond will ich. Fehlt eigentlich ein einziger Mond noch, dann hätte man das System auch vollständig erkundet. Boop. Jetzt wird's geladen. Vorsicht. Ruckelt ein bisschen bei mir. Er schaut doch schon freundlicher aus. Dann lande ich doch gleich wieder da.
Naja. Ich nehm's zurück. Unbeständige Winde, entspannt. Wächter sind entspannt, okay. Hast du jetzt auf gelb umgeschalten? Du bist immer noch blau. Nein, du bist gelb geworden. Okay. Ach ja, wir sind wieder auf dem Mond. Da wird das wieder ziemlich schnell runtergehen. Was aber eigentlich kein Problem ist. Müsstest du jetzt nicht rot werden? Ich habe da was weggeschossen. Interessiert dich gar nicht, okay. Die Wächter sind echt entspannt. Nichts. Aber hier haben wir echt mit Strahlung ein bisschen zu tun. Ein bisschen zu kämpfen. Warum ist hier alles so kaputt? Oh, Querschlägerfeuer. Ah, Blitzwerfer. Okay, Blitzwerfer nehme ich eh nicht. Wo ist denn der Speicherpunkt? Da vorne ist der Speicherpunkt. Hier wäre der Eingang in die Basis. Da gehen wir dann auch gleich mal hin. Ist nicht außerhalb Reichweite. Ist außerhalb der Reichweite. Könnt ihr hier mitten in der Nacht einmal in einen Livestream, eine Live-Aufnahme raushauen, könnte man ja auch mal machen. Ich würde nämlich Live-Aufnahmen. Hinten wäre auch schon wieder so eine Basis. Ich würde nicht eine Live-Aufnahme brauchen. Also, ich würde nicht eine Aufnahme brauchen. Kann ich dich nicht erkunden? Von Minecraft. Das Ding schaut halt einfach mal übel aus. So, wir gehen aber einfach mal in die Basis hier rein. Gucken mal, was es hier für uns gibt. Momentan sagt er mir ja nur, wie ich selber herstelle. Ich glaube, ich würde auch sehr gerne... Wo war denn der Eingang jetzt? Hier war der Speicherpunkt, da war dann hier irgendwo der Eingang. Die ist noch auf gelb, also sie ist alarmiert. Die sind beide auf gelb. Blau ist, wenn sie gar nichts machen. Gelb ist dann Ding und rote greifen sie an. Hey, Checker, was geht? Schon lange nichts mehr von dir gesehen. Enzyklopädie, Bergbau. Strahlenfokus. Na, was geht? Tagelöhner. Freund. Geben Hilfe. Hebens von hackert und schnackert auf meine Ausrüstung herum. Sie pickt auf den Bereich meines Exo-Entzugs, die abgenutzt scheinen und untersuchen damit mit behandschuhten Fingern mein Multiwerkzeug nach Unregelmäßigkeit und Mängeln. Plötzlich starrt sie auf mich, kretzt ein Angebot, ein Tablet und Kosten. Exo-Anzug mal. Brummelt und gackert. Sie gibt mir einen neuen Technologie. Schildverstärker? Das wäre mal nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein besserer Schildverstärker als den, was ich jetzt habe. Chrysonit.
brauche ich halt wieder Chrysonit. Hier, also der Planet ist schon mal nicht so feindlich wie der gerade eben. Kann ich nichts scannen. Danke, Meilenstein. Emisär. 15 Aliens getroffen. Ich will aber schnell das hier scannen. Hab ich schon. Dann das hier. Analyse läuft. Hier wird Technologie. Ich brauche mal irgendwie, wenn es geht. Wir haben ja da vorne gerade eben noch eins entdeckt gehabt, was ziemlich nah dran war. In die Richtung da. Analyse läuft. Steine kann man ja auch analysieren. Analyse läuft. In die Richtung war das, gell? Ja, in die Richtung. Haben wir ja gleich noch so ein großes Ding entdeckt. Das würde ich mir auch gleich mal holen. Zumindest gleich mal hinlaufen. Ob sich das lohnt. Mikroakit. Hinten ist ein Wissensstein, den hole ich mir auch. Kevin, du erkennst, tust du eigentlich mehr erkunden als ich oder... Also sagen wir mal so, wie spielst du das Spiel? Fliegst du nur viel rum oder läufst du wie ich auch mal hier rum und erkundest mal was? Da hinten wäre die Basis. Da ist ein Viech. Bisschen Tamium. Ach, dich habe ich schon. Mir irgendwie gar nicht aufgefallen. So, tut mir leid. Ich glaube, ich muss dich mal kurz abschießen. Weil ich nicht, denke ich, ein bisschen Titan hätte. Gerne. Zack. Iridium nehme ich auch ganz mit. Nee, ich laufe rum, gucken nach Lebensform und dann fliege ich wohl noch Erze und sowas. Okay. Ihr seid zu weit weg, ja. Also so ähnlich wie ich, ja. Ähnlich wie ich. Oh. Ja, das ist kein Problem. Ich weiß noch, anfangs, da habe ich mal zum Schluss wirklich noch mehr auf eine Waffe hingeschlagen, weil mir, für Kohlenstoff, weil mir die, das Zeug mal ausgegangen ist. Mittlerweile so, kein Problem. Komm. So weit weg sind die gar nicht. Gold. Nehme ich auch immer wieder gern. Jetzt würde ich sagen, laufe ich mal weiter in die Richtung. Und so kommt man sehr gut durch. Okay. Also mache ich ja schon mal nichts falsch. Wo war die? Da! Ach, die ist direkt vor der Nase und ich sehe sie nicht. So, Wissenstein. Den habe ich nicht gesehen. Für Schrecken. Und da war noch ein Wissensstein. Aber wirklich, Zink habe ich hier auch noch nicht gefunden auf dem Planeten. Die Sache ist die, ich weigere mich halt auch sehr stark vom Schwimmen.
Eisen. Sehr stark weigere ich mich vom Schwimmen. Ich schwimme nicht gerne im Spiel. Überhaupt nicht gern. Ich habe übrigens das Spiel mal ohne OBS gespielt. Ihr glaubt gar nicht, wie ruckelfrei das da auf einmal ging. Also man merkt, OBS nimmt doch viel weg. Ich habe dann doch nicht so den NASA-PC. Ich habe einen guten. Bisschen schneller, weil ich Blitz habe. Ja, ich wollte einen starken Laser. Damit mir nichts in die Quere kommt. So, außerdem... Naja, ich baue trotzdem ziemlich schnell ab. Kann man ja nicht sagen, dass ich nicht schnell abbaue. Ihr braucht nicht wegrennen, ich tue ich nix. Zack, weg. Aber Zink habe ich ja noch keins gesehen. Zink habe ich hier echt noch keins gesehen. Iridium, ja, aber Zink nicht? Nö. Zink, fast nix. Plutonium. Sind es zwei verschiedene Basen? Nee, oder? Du schießt zweimal drauf, na gut. Ich suche gerade den Speicherpunkt. Goldblock weg, dann ist er weg. Der ganze Goldblock? Quatsch. Nee. Da hatte ich, lade ich mal kurz mit Titan auf. Habe ich nämlich hier auch mal wieder meinen Strahlungsschutz wieder. Nein, Quatsch. Ich habe es vorhin gehabt. Das hat ewig gedauert. Okay, vielleicht hast du ihn einfach schon höher gepusht als ich. Ich suche gerade den Speicherpunkt. Vielleicht hast du ihn einfach schon höher gepusht als ich. Bei mir hat es vorhin echt ewig gedauert gehabt. Vielleicht macht es schon viel aus. Ja gut, ich habe es ja am Laser gesehen. Aber ich weiß noch, der Laser gefällt mir irgendwie besser. Der Laser gefällt mir irgendwie wenig besser, weil dann kaufe ich gleich Zink. Oh. Und ja, Zink. Es fehlt Zink. Zink fehlt. Grob so wie du immer. Ja, der Sturm stört mich nicht. Alter, wie viel Titan ich hab. Oh. Grob, so wie du immer hinterlässt. Okay. Hi. Ich glaube, ich kaufe Zink. Ich suche gerade was. Ich glaube, ich kaufe Zink. Der hat bestimmt ein bisschen Zink hier rumliegen. Hier. 37 ist auch nicht so viel, aber das kaufen wir mal. Ist ja nicht schlimm. Brückungsschiff, Wassersphäre, Maril. Mikrodichtes Gewebe bräuchte ich zweimal was. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz raus, was ich überhaupt fürs mikrodichte Gewebe brauche. Ich wollte ja hier auch noch was craften. Und zwar das Ding. Chrysonit, genau, Chrysonit. Und das, da fehlt mir sowieso ewig viel. Das habe ich sowieso nicht. Für die Schildverstärker. Wobei momentan brauche ich es eigentlich nicht.
Ich hab mir fast gedacht, wo habe ich denn da wenig? Guck mal, Kupfer. Lemium ist halt viel wert, möchte ich nicht irgendwie nicht weggeben. Titan. Gehe ich jetzt mal hier rüber, nämlich. Gehe hier auf Herstellen. An die Materie. Herstellen. Warpzelle. An die Materie. Warpzelle. Nice. Nice. Der Sturm. Der war jetzt nicht lang, der Sturm. Der ging nicht lang, der Sturm. Wir haben vielleicht schon wieder die nächste Pause, gell? 2 Minuten. In welche Richtung ist mein Schiff? In die Richtung wäre mein Schiff. 3 Minuten. Wir gehen auch mal dahin, auf jeden Fall. Was bist du? Hiridium? Ja, okay. Hiridium ist mir mal nicht so wichtig. Gerade irgendwie nicht wirklich was, wo ich sag, ist gerade so unglaublich viel, was ich brauche. Was brauche ich für mein Schild nochmal? Chrysanit, gell? Ja, Chrysanit war das. Ich hab's schon wieder vergessen. Zack, so. Naja, Zink gibt's hier wirklich nicht viel. Ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen Plutonium sammeln. Und ja. Dann werden wir, glaube ich, draußen für ein bisschen Tamium sammeln müssen. Ich weiß nicht, solche Planeten erkunde ich irgendwie nicht so gerne. Nicht so gerne. Zwar auch gerne, aber nicht so gerne, wie wenn es so ein richtig schöner, freundlicher Planet ist, wo es sagst. Aber hier sind halt die Wächterdrohnen entspannt. Das ist auch cool. Aber ich schieße die ja eh weg. Ist eigentlich auch wieder egal. Oh, guck mal. Gold. Zack. Oh, guck mal, eine Wächterdrohne. Schon weg. Ich hätte auf jeden Fall noch gerne noch ein Schild. So, wir haben wieder neues Wort gelernt. Was? Sind wir gerade vorbeigelaufen? Schaut halt ziemlich stark danach aus. Zink. Außerdem kenne ich die Pflanze noch nicht. Zack. Da gibt es auch nicht so viel, ha? Einfach alles mitnehmen. Schildplatte, wie viel Schildplatten ich immer krieg. Wupp. So, beschädigte Maschinerie. Den haben wir schon. So. Jetzt würde ich zu dem Fragezeichen gehen. Lass es gut sein.
Gold. Gold nehme ich auf jeden Fall mit. Haben wir doch schon weggeschossen. Schild nehme ich mit, aber zuvor. So, das sind wir wieder aufgeladen. Da wäre wieder eine Höhle, hä? Nein, nicht einmal. Wieder so eine blöde Wächterdrohne. Die ist sogar schon auf gelb. Oh mein Gott, sie ist auf gelb. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viele Wächterdrohne ich mittlerweile schon weggeschossen habe. Oh, guck mal, das kann ich scannen. Oh, haben wir schon. Hier ist so ein Arschloch. So. Gucken wir mal weiter. Ich will nämlich hier noch das Fragezeichen da hinten holen. Da muss ich aber... da unten wird es sich natürlich auch richtig rechnen. Da war ich schon. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, das war ein paar Meter. Und Plutonium. Da waren ja auch gerade ziemlich viel Plutonium gesehen gehabt, oder? Da unten, genau. Lass es gut sein. Was? Wächterdrohnen kaputt. So, zack, 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 zack. Da räumen wir mal richtig auf hier unten. So, aufgeräumt. Alter, was bist du? Eisen? Das Eisen bewegt sich. Boah! Komisches Viech. Es muss ja ein Viech sein, wenn es sich bewegt. Das war die Richtung, aber da muss ich über den riesen Berg drüber. Da muss ich mal außen rumlaufen. Alter, das bewegt sich. Ist gar nicht schön, wenn sich das bewegt. Zink. Okay, außer breiter Reichweite. Jetzt haben wir es. Ein bisschen Plutonium. Und dann schauen wir mal weiter. Da war unser Schiff. Und wo ist das Fragezeichen hin? Da ist das Fragezeichen. Aber ich nehme den Wissensstein da noch mit. Nicht essbar. Okay. Schon wieder? Es ging schnell.
Lass mich raten, ich habe gerade meinen Titan weg. Natürlich. Ich brauche mal ein Augenbot. Wobei hier, zack, voll. Brauche doch kein Augenbot. Du bist... Ne, dich habe ich auch schon entdeckt. Dich habe ich noch nicht entdeckt. Ha, muss ich doch. Haha. Oh ja. Oh ja. Das müssen wir machen. Oh ja. Das müssen wir machen. Das muss Platin auch wieder drin. Oh ja. Das müssen wir machen. Wie schaut es bei uns? Also im Schiff. Also bei uns schaut es noch gut aus. Wir haben auch noch einen Platz. Im Schiff nicht mehr so. Würde ich aber das Iridium, das ist nicht viel, wegtun. Das Eisen mal wegtun. Eisen mal wegtun. Kohlenstoff kann weg. Gold schiebe ich rüber. Raumschiff. Kann ich noch Plutonium auf jeden Fall mal rüber schicken. So. Boom. Unter mir in der Höhle. Ernsthaft. Also wenn er in der Höhle ist, kann ich auch nichts für. Wenn das Ding in der Höhle ist, kann ich auch nichts für. Der ist wieder in der Höhle. Naja, egal. Die verbieseln uns jetzt. Zu unserem Schiff. Machen wir einen Scan durch, ob es da was gibt. Iridium. Ey, wir haben ziemlich viel Platin jetzt wieder gekriegt. Eieieiei, geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ruckel. Ist auf der anderen Seite von dem Berg. Feinde nähern sich. Warnung, Wächterdrohnen kaputt. Da, zack. Ja. Yeah. So. Jetzt würde ich gerne weiter zu meinem Schiff gehen. Wächtereinheit deaktiviert. Anfangs waren die eigentlich richtig böse und richtig schwer. Guck mal, was ist das? Nee, habe ich schon gedacht, ein Monolith oder sowas. So auf den ersten Blick. Hier so ein Peitschenteil, so ein Peitschenteil da. Anfangs waren die echt schwer, wo du noch nicht so Power, so Upgrades drin hattest. 2 Minuten 10. Ja, das ist nicht so tragisch, wenn der abnimmt. Achso. Schon hier. Ey, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Gold.
genug Inventar. Mach mich nicht schwach. Mach mich doch nicht schwach. So, einmal da. Interagieren. Nasal. Braucht man so ein scheiß Wort überhaupt? So, hier hinten wäre mein Schiff. Und so wie es ausschaut, das Schiff ist voll. Nö. Ist es gar nicht. Ja, dafür bin ich auch mal, dass wir schnell die Technologie aufladen mit unserem Plutonium, was so und hier Schubdüse aufladen, Impulsantrieb aufladen, alles wegen aufladen. Und hier, du würdest mit Oxidelementen aufgeladen werden, aber du bist ja jetzt wieder voll. Ich glaube, der hat sich sehr stark von alleine dann regeneriert. So, wobei braucht's... Was? Ich kann das Ding mit einer Schildplatte? Aufladen. Okay. Jetzt weiß ich, wofür die Dinger da sind. Endlich. Aber die muss man doch auch herstellen, oder nicht? Egal. Wir gehen jetzt eh da rein. Also es ist egal. Wir haben jetzt hier... vertrocknet. Und... Wie nennen wir den? Ausgeglüht. Das Ü hat er nicht gemacht. Laden wir mal den Rest hoch. Zack, zack, zack. Mir gehen keine Namen. Ich habe keine Namen mehr, also lade ich so hoch. Wir haben viel erkundet. Also zumindest auf den. Auf dem gerade eben, der so feindlich war, nicht so viel. Guck mal, es war der hier, oder? Ja, da. Da haben wir nicht viel erkundet. So, wir starten. Wir verlassen den Planeten. Geht noch nicht. Jetzt geht's. Fehlt nur noch ein Mond. Schutt. Das ist der. Ja, es fehlt noch ein Mond. Den sehe ich aber gerade nicht. Und da ich eh zur Raumstation will. Erstmal zur Raumstation. Eine Minute wieder. Den Minütchen hole ich mir schnell irgendwas. Was? Hallo? Ah. So, dann schauen wir mal schnell. 22 Sekunden noch. Ich will auf jeden Fall jetzt mal schnell zur Raumstation und dann mal ein bisschen wupp, wupp, wupp. Wisst ihr schon, verkaufen. Dann zum nächsten Planeten fliegen. Zum nächsten Mond. Und dann wird das der letzte Mond erst einmal. Nur schnell ein bisschen was verkaufen, damit ich, oh, wir haben sogar gleich das richtige Loch erwischt. Perfekt. Von da aus werden wir dann schon den anderen Mond sehen. Dann fliegen wir dort wieder hin. Zack. So.
Ich habe noch Platz im Inventar, genau. Dann nehme ich mal alles, was ich habe. Schnell. So, und verkauft das einfach mal schnell. Warum ich das jetzt gerade gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Hey, Def! Hey, Def! So, ich weiß keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade gemacht habe, aber wir haben unglaublich viel Platin gehabt und unglaublich viel Gold. Ach, momentan gerade Inventar auslernen, bei dir so? Zack, Inventar ein bisschen auslernen. Jetzt haben wir 3 Millionen Unit. So viel hat man auch noch nie. Ich glaube, wir könnten uns wirklich demnächst mal ein größeres Schiff kaufen. Wenn die halt einfach mal so aufschlagen würden, die Schiffe. Nicht einfach so sporadisch. Und wo du das dann anschaust und denkst, oh komm schon. Hast du nichts Besseres für mich? So, das Tamium würde ich gerne rausholen und das Plutonium, das wir immer wegen auf Lager haben. Und jetzt verkaufen wir aus dem Schiff raus. Zack. Verkaufen wir aus dem Schiff raus. Schauen wir mal, was wir haben. Vielleicht kaufen wir uns sogar wirklich eins. Was aber jetzt, glaube ich, blöd wäre. Was, glaube ich, echt gerade blöd wäre, weil wir unseren Warp-Antrieb aufgeladen haben. Scheiße. Dann habe ich mal wieder überhaupt nicht gedacht. Wie lange ich schon spiele? 9 Stunden. Also insgesamt 9 Stunden und gestern 8 Stunden. Aber halt so Let's Play technisch. Das heißt mit mehr angucken und so als vielleicht normalsterbliche das angucken würden. So, und zwar, das ärgert mich jetzt. Jetzt haben wir den natürlich aufgeladen. Jetzt haben wir den Warp-Antrieb natürlich aufgeladen. Wieso haben wir jetzt überhaupt Units? 3,3 Millionen. Du schaust nicht größer aus als mein Schiff. Schaust du auf keinen Fall. Bergbauaufseher Lulia. Hey, hi Lulia. Sag mal, was willst du denn für dein Schiff? 27. Ey, du hast sogar mehr Plätze als ich, aber du hast es ziemlich zugemüllt. 4,4 Millionen. Nee, du hast zwar mehr Plätze, aber. Schade, 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 schade. Oh, du schaust groß aus. Am liebsten ist es mir, wenn die Technik, wenn keine Technik drin ist, damit ich mir selbst die Technik aussuchen kann. Du schaust sogar ziemlich groß aus. Aber irgendwie, du schaust aus wie ein Insekt. Ich will ja nichts sagen, aber du schaust aus wie ein Insekt. Das Schiff gefällt mir gar nicht. Hallo Freund, würde ich sagen, sagt er. 4,7 Millionen, aber auch wieder so viel Technik drin. Will ich nicht. Machst du immer? Was bist du? Hallo Sufflop. Nee. Ja, 400.000, so schaut's aus. Da müsste viel reinpassen. Ja, aber das Problem ist, ich weiß, dass ich die Technik zerlegen kann, aber ich muss die Technik, die drin ist, ja mit bezahlen. Wenn keine Technik drin ist, ist es den günstiger, nämlich. 15 Plätze ist auch langweilig. 200.000. Wenn die Technik drin nicht drin ist, ist es halt auch schöner. Dich konnte ich gar nicht anschauen, dann warst du schon weg. Ah, du bist auch so ein kleines. Oder? Ohne Technik sind die Dinger nämlich ganz schön günstiger. Wenn die nur so Mini-Mindesttechnik haben. Hallo Freund, würde ich sagen, sagt er. Hallo haben wir noch nicht kennengelernt. Hier, 7,8 Units, ey. Wenn ich die Technik hier raus hätte, würde ich sagen, würde das vielleicht nur 5 Millionen kosten oder sowas. Technik ist schweineteuer.
Technik ist schweineteuer. Achso, was ich jetzt mal bei dir schauen wollte, das kann ich ja mal bei dir gucken. Ich will dich nicht kaufen, warte mal. Sondern, ist dein Warp-Antrieb jetzt auch dreimal aufgeladen wie unserer? Warp-Reaktor Sigma. Warp-Antrieb. Ja, ist er auch. Ist er auch dann. Okay, also geht das schon mal nicht verloren. Gut, die Stabstudie und die Impulsdinger sind leer. Das wäre nicht so tragisch. Oh, der hat halt... Der Warp-Reaktor ist der gut. Der wäre gut. Aber das ist alles noch so... Das ist jetzt unser Schiff hier. Mit 24 Plätzen. Ich hätte schon gern eins mit... mehr. Aber da werden wir auf jeden Fall... Glaube ich, da werden uns die Units noch fehlen. Ich möchte jetzt mal... Ich hab's letztes Mal, wie ich das Schiff gekauft habe, gesehen. Da hat das eine 1, Alter. Das eine 1,6 Millionen gekostet. Hier waren wir noch nicht, genau. Achtung! Ich verpixel jetzt gleich. Ich verpixel nämlich immer, wenn das ist. Das packt irgendwie Twitch nicht. Dann rede ich mal kurz. Ich hab's gesehen, wie ich das Schiff gekauft habe. Da stand, das Schiff stand neben einem anderen, was... weitaus mehr Technik drin hatte und es war schweineteuer dann auf einmal um einiges, um wirklich viel teurer als das hier. Und zwar würde ich, den Mond würde ich schon noch gerne erkunden hier. Ich erkunde jeden Planeten so ein bisschen, so knapp eine Stunde oder anderthalb Stunden oder außer es ist ein schöner Planet, dann auch zwei Stunden. Dann erkunde ich so einen Planet und dann fliege ich eigentlich schon weiter zur nächsten Galaxie. Aber abgestürzte Schiffe suchen, das glaube ich wäre vielleicht auch mal was. Abgestürztes Schiff suchen. Wenn du eins findest, hast du immer eins mehr. Und dann brauchst du nur Heridium. Wäre vielleicht echt eine Sache mal. Das letzte hat mir nicht gefallen. Ich habe eins bis jetzt mal gefunden. Das hat mir nicht so gefallen gehabt. So, wir sind gleich da. Aber so wie es ausschaut, werden wir dran vorbeifliegen. Und ich muss noch mal ein paar Steinchen jagen. Oder ein paar Steinchen schießen. Haben wir uns Tamium? Nee, wir haben noch Tamium. Kein Problem. Ja, wir werden vorbei schießen. Kann ich hochziehen? Zieh hoch. Nein, kann ich nicht. Muss ich nochmal kurz abbremsen. Wow! Und wir aktivieren ihn nochmal dahin. Direkt auf die Oberfläche des... Du musst auch bei diesen Beacons nach Fabriken oder so suchen, ja. Müssen wir auch mal mehr machen. Oh, da wäre sogar gleich was. Wir gehen mal mit dem Tempo runter. Da wäre sogar wieder gleich was. Da will ich runter. Da will ich her. Landesequenz. Wohltuend. Geringe Alarmstufe, nichts. Und Fauna karg. Ey, wir sind perfekt gelandet. Da wollte ich hin. Wir sind perfekt gelandet. So. Erstmal kurz hier wieder das typische Erkunden. Bleiben mal die ersten paar Sachen, die uns ins Auge fallen. Zack. So, scannst du mich? Greifst du mich jetzt an? Will ich jetzt mal wissen. Bist du gelb? Ja, du wirst gelb. Also interessiert es dich schon, dass ich das kaputt gemacht habe. Aber, weißt du, was dich gleich interessiert? Pass auf, guck mal, das interessiert dich. So. Ist mir egal, ob die Wächterdrohne aktiviert sind. Wir brauchen eh Chrysanit. Ich würde mal ein paar Überbrückungschips gerne herstellen.
Alter, war das Eisen. Alter, war das gerade viel Eisen auf einmal wieder. So, ich würde gerne ein paar Überbrückungschips herstellen. Herstellen, Überbrückungschip. Herstellen, Überbrückungschip. Herstellen, Überbrückungschip. Herstellen, Überbrückungschip. Einfach mal ein paar herstellen. Wir haben ja genug Platz. Und hier... Einen Planeten habe ich bis jetzt in jedem System mal richtig erkundet und mit dem Überbrückungschips hier mal richtig Gas gegeben. Ja, wir gehen da auch gleich rein. Einen Planeten habe ich jetzt pro System immer so richtig ausgeschlachtet. Das habe ich hier noch nicht gemacht. Weißt du, wo man wo genau man neues Multiwerkzeug findet? Nein. So, und ich hätte jetzt einfach gesagt... Auf dem Planeten nicht Anomalien. Also auf Planeten, ja, auf Planeten. 5 Minuten. Da wir hier keinen Strahlungsschutz oder irgendwas brauchen. So. Ein Monolith. Noch ein Monolith. Ich meine, machen wir mal 2 Monolithen. 2 Außenposten. Da würde ich auch, glaube ich, hinlaufen dann. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Jetzt haben wir gleich... Eigentlich wäre schon wieder die nächste Pause fällig. Beziehungsweise eigentlich wäre jetzt schon mal Ende fällig. Ende vom heutigen Stream. Fabrik! Nice. 20 Minuten. Noch ein kolonialer Außenposten. Noch eine Fabrik. 30 Minuten. Sehr sinnvoll für 2 Zuschauer zu streamen. Ach, wie gesagt, ich nehme auch auf, nebenbei für den Kanal. Also von daher ist es nicht so schlimm. Außerdem, ich würde auch streamen, wenn keiner da ist, weil mir das Streamen Spaß macht. Und das Spiel natürlich. Observatorium entdeckt. Eieiei. Ist schon einiges hier auf dem Planeten. Wie gesagt, also... Die Zuschauerzahlen sind mir ziemlich egal meistens. Noch ein Observatorium. Zack. Also sozusagen doppelt gemoppelt. Einmal hier auf Twitch und einmal auf YouTube auch noch. Du bist auch gelb. Warum bist du gelb? Ich habe da noch gar nichts gemacht. Absprungkapsel. Also alles ziemlich in Reichweite. Noch einen Unterschlupf würde ich suchen. Verlassenes Gebäude. Wir haben noch Überbrückungschips übrig und ich würde sogar noch ein paar herstellen. Einfach mal so viel wie jetzt gehen. Okay. Würde ich jetzt sagen, wir gehen einfach noch mal einmal alles durch und dann werden wir in der nächsten Folge oder im nächsten Stream, dann wo wir das Spiel spielen, dann natürlich da mal weitermachen auf dem und hier mal alles durch erkunden, was wir jetzt gekriegt haben, gerade eben. Das werden wir schon mal echt was... Das wäre schon mal was für mich. Fabrik entdeckt. Alter, wie viele Fabriken gibt es denn hier? So, zack. Das müssen wir alles durch erkunden, ernsthaft. Übertragung. Signal entdeckt. Nice. Zack. Unterschlupf.
Absprungkapsel. Wie viel haben wir noch? Ein Chip? Oh, jetzt ist es schwer. Da würde ich fast sagen, wir machen nochmal hier koloniale Außenposten. Operationszentrale entdeckt. Oh, da werden wir wieder kämpfen müssen. Also alles nicht mal so weit weg von hier. Aber wir, jetzt ist ja natürlich der ganze Bildschirm voll mit dem ganzen Zeug hier. Jetzt schauen wir uns da mal um und gucken mal rein. Sagen mal hallo, was hier drin ist. Das müssen wir natürlich noch machen. Aufprall. Oh, Enzyklopädie, die lesen wir natürlich für tot gelernt. Ich würde sagen, wir holen uns hier schnell noch ein bisschen Plutonium. Zack. Wird natürlich gleich der Augenbot hinfliegen. Nein, nicht mal. Das interessiert den gar nicht. Interessant. Jetzt speichern wir hier. Dev, eigentlich ist es egal. Also, eigentlich ist es egal, wie viele Zuschauer ein Streamer hat. Wenn das Streamen Spaß macht, interessieren einen solche Zahlen gar nicht. Oder wenn halt an sich ein Spiel einen Spaß macht, interessiert das ganze Zeug einem gar nicht. Ist alles nicht mal so weit weg. Wäre alles mit dem Fußmarsch erreichbar. Müssen wir nicht mal fliegen. Ja, das ist schön, dass es niedrig ist. Und dich nenne ich jetzt um. Und zwar in Fundgrube. Weil hier schöne Sachen sind. Und hier werden wir auch mal ein bisschen länger bleiben. Ah nein. Und dich lade ich einfach so hoch. Genauso wie das. 3,4 Millionen. Okay, es ist eh egal, dass ich das gerade gemacht habe, weil ich jetzt rausgehe. Und zwar, wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Und würde mich freuen, wenn du da wieder dabei bist.